Gelände abbrechen. Was genau haben Sie vor? Dich befreien natürlich. Indem Sie den Balkon abbrechen? Genau. Der Balkon wird mit dem Kabel zusammen in die Tiefe stürzen und das Rohr mit sich ziehen. Aber... Aber pronto, schon verstanden. Hä? Oh, verdammt, ist das schwer. Gleich nochmal. Ohne Munition ist das ziemlich witzig. Zweiter Versuch. Ich schaff's noch. Sind Sie sicher, dass... Ich sagte, ich schaff das. Beweg dich endlich. Ich bin mir wirklich nicht sicher, ob das eine gute Idee ist. Ich aber auch nicht. Ich probier's mal mit dranhängen. Was? Nein, stopp! Rufus! Hä? Egal wo ich... Achso! Jetzt! Ganz so war's nicht geplant. Hallo? Welcher Idiot war das? Na warte! Rufus? Die Orbit-Elfe aus meiner Vision? Mein Name ist Goal. Goal, genau. Dann war das wirklich die Zukunft, die ich gesehen habe. Ich habe mit dir zusammen die Welt gerettet. Ja, wow. Gut gemacht. Sieht das für dich nach einer geretteten Welt aus? Ja, ich wollte gerade fragen. Was ist passiert? Du hast uns im Stich gelassen. Das ist passiert. Ich habe mich geopfert. Für dich. Für Deponia. Ja, das dachte ich auch erst. Aber ich hatte viel Zeit, darüber nachzudenken. Im Endeffekt hast du es wieder nur allein für dich getan, oder? Darf ich kurz stören? Ihr habt offenbar viel zu bereden. Aber ist das hier wirklich der richtige Zeitpunkt? Halt dich da raus, Gerümpelstilzchen. Nein, der Chronicle hat recht. Wir können das später noch klären. Erstmal müssen wir hier weg. Okay. Aufwachen! Verdammt, dass das auch immer wieder passieren muss. Ich meine, passiert gewesen sein, werden, worden muss. Passiert gewesen sein, werden, worden muss. Goal! Aufwachen! Verdammt, dass das auch immer wieder... Ich meine... Ding Dong, aufwachen! Was? Wo? Huch? Ja, genau. Huch, wie in... Huch, das ist jetzt aber nicht die richtige Zeit für ein Nickerchen. Moment mal. Huch! Du hast doch den halben Turm zum Einsturz gebracht. Die Hälfte? Den Bärenanteil? Ach, was rede ich? Den Löwenanteil? Rar. Kannst du zur Zeitmaschine klettern? Zeitmaschine? Das wäre dann wohl hier. Aber Zeitmaschine? Ich erklär's dir später. Erst einmal müssen wir hier weg. Und du gehst vor. Na gut, ich versuch's. Gut sieht das aus. Du hast dich fit gehalten. Ich mag sogar die neue Frisur. Bisschen kurz, aber... Apropos halten. Wie wäre es, wenn du die Fresse halten würdest? Und pumpiger bist du auch geworden. Alles klar bei dir? Ja, super. Meine Heimat ist zerstört, die meisten meiner Freunde sind tot oder verschüttet. Und jetzt hängt auch noch dieser Kackhaken fest. Warte, ich helf dir. Och nee. Drei. Was hast du vor? Na was schon? Zwei. Stopp, nicht. Zweieinhalb. Du wirst uns noch umbringen. Ach, jetzt bin ich durcheinander geraten. Ah, ist auch egal. Eins. Das war erniedrigend. Ich habe nichts gesehen.
ehrlich. Das Piercing ist neu, oder? Ach, das war ein Piercing? Themenwechsel, okay? Sein muss. Was stehen wir als nächstes an? Ich versuche noch immer die Armaturen zu verstehen. Irgendwo muss es eine Funktion geben, die uns zurückbringt. Zurück? Ist doch Blödsinn. Wir haben eine Zeitmaschine. Wir können überall hin. Hier zum Beispiel. Nicht? Du weißt doch gar nicht, was... Ah! Weg da! So geht das. Ganz smooth. Wie ein Adler. Das sollte keine Anspielung sein. Ich hab's ja eh nicht gesehen. Elysium. Zumindest die unteren Schleusen. Und deutlich weniger zerschmettert als gerade eben noch. Zeitmaschine also, ha? Huh? Meiner Einschätzung nach sind wir etwa in derselben Zeit gelandet, zu der wir vorhin losgereist sind. Ein Tag mehr oder weniger. Ich weiß, welcher Tag das hier ist. Das da oben sind meine Koffer. Es ist der Tag, an dem ich mit Cletus nach Deponia ging. Ja, auf dieser Reise wirst du mich kennenlernen. Und zusammen retten wir dann Deponia. Um dich anschließend selbstverliebt in den Tod zu stürzen. Mein Gott, willst du mir das jetzt ewig aufs Brot schmieren? Es ist nun mal geschehen. Eigentlich ist es zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht geschehen. Ja, wird geschehen sein. Die Sache ist doch, es ist Schnee von gestern. Du meinst von morgen? Ein alter Hut. Ein neuer Hut. Langsam gehst du mir echt auf den Sack, Mac. Warte mal, heißt das, wir können es noch ändern? Könntet ihr bitte aufhören, das Zeitkontinuum zerstören zu wollen? Mit jeder Sekunde, die wir uns hier aufhalten, richten wir mehr Schaden an. Wir müssen zurück in unsere Zeiten. Ohne mich. Ich dachte, meine Zeit sei abgelaufen. Nun kann ich sie mir zurückholen. Goal, nicht! Och nee. Goal, Himmel, Herbert, noch eins. Sie hat die Zeitmaschine gestohlen. Wie sollen wir denn jemals hier wegkommen? Wegkommen? Wozu? Wir sind auf Elysium. Und eine Goal gibt es hier auch? Ich habe es endlich geschafft. Aber die Zukunft! Ach, nun lass mich doch mal mit deiner bescheuerten Zukunft zufrieden. Du hast doch gesehen, was für ein Drecksladen das ist. Und glaub mir, es wird nicht besser. Später gibt es noch nukleare Winter, Fuelocks, Schnurrbärte. Moment, sagte sie nicht, dass du dich in den Tod gestürzt hast? Ach ja. Ich muss es irgendwie überlebt haben. Ich erinnere mich deutlich daran, alt und verbraucht gewesen zu sein. Furchtbar. Keine Ahnung, wie du das aushältst. Kann es sein, dass... Nein. Oder? Kann es etwa sein, dass... Ich habe mir oft genug den Kopf für den Rest der Welt zerbrochen. Es wird Zeit für mein Happy End. Bin ich auch der Meinung. Hier muss es doch locker irgendwo einen Hut geben, oder? Irgendwo. So langsam mal wieder. Wir hatten lange keinen Hut mehr. Hä? Als ob. Okay. Irgendwas muss ich übersehen haben. Stimmt. Und zwar, wie ich lässig in meinen wohlverdienten Sonnenuntergang reite. Und wie du an das dafür notwendige Pferd gekommen bist. Du kriegst offenbar gar nichts mit. Warte. Ich habe da gerade so eine kleine Theorie. Dieser Rufus hier, den wir hier gerade haben. Nee, das macht keinen Sinn. Das ist der Vergangenheitsrufus. Wäre das Zukunftsrufus, der zurück in die Vergangenheit gereist wäre, hätte er den anderen Rufus aufhalten können oder irgendwie, ach, keine Ahnung. Hat sich erledigt. Hut? Irgendwo? Rohre? Runter? Rohre. Achso, okay. Aha, da haben wir ja das Dingsi, mit dem man Bumsi-Dinge tun kann. Ein Bastler sieht sowas auf Anhieb. Ja. Auf jeden. Nee, nicht nach hinten. Runter, nach hinten. Wir haben nichts an Items. Aha, den Bumsi, ein Bastler. Nee, okay, Moment. Nach hinten.
Ne, kommen wir hier hin. Guck mal nach vorne. Knopf. Du Armer, meine Sensoren konnten mich nicht identifizieren. Falls du ein Gehirnimplantat hast, komm bitte ein Stückchen näher. Falls nicht, zieh deine Chipkarte nochmal durchs Lesegerät. Und falls du gar kein Elysianer bist, fahr zur Hölle! In die Hölle! Schankedön! Schankedön? Gibt es Probleme? Gastfreundschaft geht anders. Sie lassen mich nicht rein. Umso besser. Wir haben ohnehin schon genug Schaden angerichtet. Da kennst du mich aber schlecht. Ich meine ja nur, du wirst doch später einmal die Welt retten, richtig? Da wäre es doch ungünstig, wenn man dich vorher über Bord werfen würde. Ist dein Glas eigentlich jemals halb voll? Huh? Was denn jetzt? Das ist bestimmt die Security. Schnell, versteck dich! Oh, nee. Trödel nicht so. Wenn wir erst einmal verheiratet sind... Moment. Wo ist Frau Kinkel? Und was ist das für Gepäck? Tja, Überraschung. Ich habe Frau Kinkel überredet, dass ich dich an ihrer Stadt nach Deponia begleite. Was? Bist du von Sinnen? Dein Vater wird das nie zulassen. Mein Vater muss davon nichts erfahren. Also, was sagst du? Ich sage niemals. Ach nein? Es mag ja sein, dass du Paps um den Finger wickeln konntest. Aber nur weil er einer Verlobung zustimmt, heißt das noch lange nicht, dass ich einwilligen muss. Das sind die Waffen der Frau. Das ist Erpressung. Nenn es, wie du willst. Aber wenn du mich nicht mitnimmst, kannst du meine Hand anhalten, bis du schwarz wirst. Unmöglich. Diese Reise nach Deponia ist ein Badeausflug. Ich habe einen wichtigen Inspektionsauftrag. Goal eiskalt, ey. Oh, ich habe Precious Badeanzug vergessen. Ich sagte kein Badeausflug. Außerdem habe ich dir schon 1000 Mal gesagt, dass du diese niedrige Lebensform nicht Precious nennen sollst. Wie denn dann? Princess? Nein. Mindy? Nichts von alledem. Er heißt Poisonius. Immerhin ist er ein hochgiftiger Pestspeichel-Varan. Ein Schlag mit dieser genoppten, glitschigen Zunge und zack. Könnte glatt einen Elefanten umhauen. Und trotzdem nimmst du ihn mit nach Deponia und nicht mich. Glaub mir, da unten gibt es weitaus gefährlichere Dinge. Bazillen, Strahlung, Tetanus. Und kein Gegengift Elysiums hilft gegen eine deponianische Wundbrandentzündung. Apropos, habe ich überhaupt das Gegengift für Poisonius Pestspeichel eingepackt? Tada! Siehst du? Ich kann da unten sehr nützlich werden. Indem du ungefragt meine Sachen mit dir rumschleppst? Für eine Reise nach Deponia muss alles sicher verstaut sein. Die Wege da unten sind mit Gefahren gepflastert. Schrottlawinen. Aufständische Deponianer. Hör endlich mit deinen dödeligen Deponianern auf. Diese Geschichten sind nichts weiter als Cocktailparty-Geschwätz. Und meine Inspektion wird genau das beweisen. Aber was ist mit den Lichtern, die man nachts sieht? Die stammen vom Organon. Sollen Ulysses' Mann die Sprengung des Planeten etwa im Dunkeln vorbereiten? Die fallen doch über ihre eigenen Füße. Ich bin trotzdem skeptisch. Mein Reisebericht wird dich schon überzeugen. Dich, den Ältestenrat und alle anderen. Diese Gerüchte sind nur Auswüchse allgemeiner Beunruhigung. Ich meine, wir sprengen unseren Heimatplaneten, um Elysium quer durch den Kosmos nach Utopia zu schleudern. Wer wäre da nicht ein bisschen nervös? Mag sein, aber... Genug gearbeitet. Fang! Pack das weg. Das heißt also, ich komme mit? Ach, sag schon. Warum sollte ich dich mitnehmen? Damit du noch mehr Chaos hervorrufen kannst? Schau nur, wie du das Gegengift da reingestopft hast. Welche Tasche ist das überhaupt? Die mit den Rattenfallen. Rattenfallen? Oh, Frauen, da unten lebt nichts mehr. Nicht mal eine Ratte? Nein. Aber Mäuse doch wohl. Hör auf abzulenken. Das Gegengift gehört natürlich in den Apothekenbeutel. Schon allein deshalb, weil es diese heftigen Flatulenzen erzeugt. Pfui. Das musst du gerade sagen. Hä? Was? Ach, ist ja egal. Und wenn du mitkommen willst, zieh dir festere Schuhe an. Das heißt, du nimmst mich also doch mit? Oh, Cletus,
Vielleicht bist du ja doch nicht das selbstverliebte Scheusal, für das dich jeder hält. Tja, diese niederen Chargen haben einfach keinen Sinn für Perfektion. Ich bin gleich wieder da. Das werde ich noch bereuen. Geil, ey. Wenn ich so heiß wäre. Verlobt mit der Tochter des Oberkontrollrats. Ach, Cletus, du bist schon ein Fuchs. Ein Fuchs. Cletus, dieser vermaledeite Schmierlappen. Wenn ich dafür sorge, dass er diesmal ohne Goal nach Deponia reist, bleibt es hoffentlich bei diesem kurzen Cameo-Auftritt. Wissenswert wäre, wie komme ich unentdeckt an ihm vorbei? Hey, stopp! Komm zurück, du pandemisches Pestgetier! Jetzt gehen wir zu den Rohren? Wenn ich dafür wissen... Ja, und jetzt? Können wir immer noch nicht rein. Meine Sensoren konnten dich nicht identifizieren! Was soll das denn jetzt? Nee, warte. Ah, hier, die ID-Karte. Wie aus komme ich da nicht ran? Dann geh halt wieder. Geh zu den Rohren. Nimm dir die ID-Karte. Wie aus komme ich da nicht ran? Natürlich. Da hilft auch mein Wort. Aha, Dingsi, Bumsi. Ja, klar. Hä? Geh doch einfach hin hier. Von hier aus? Ne, nach hinten soll's ja nicht im Moment. Moment. Nach unten vielleicht? Hast du eine neue Yoga-Übung erfunden? Ich stecke fest. Kein Problem. Das haben wir gleich. My Chronicle? Hallo? Aha. Dings Bumsi. Ein Bast. Wenn ich da wissen. Okay, wissen. Das gleiche, labert er. Haben wir hier. Warte mal, hier haben wir nichts mehr, ne? Gar nichts. Wenn ich da wissen. Ich bin verwirrt. Hier haben wir auch nichts weiter. Vielleicht zu den Rohren und das Gegenmittel bei den. Rohren? Dieses Dingsi-Bumsi erfüllt bereits seinen Zweck. Es okay. Dingsi-Bumst. Ach, Laserpointer? Hallo, das sieht man doch gar nicht. Oh Gott.